Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Sport und in Berlin haben wir heute einfach richtig nices Wetter. Ich glaube, heute sollen es um die 22 bis 24 Grad werden. Wir haben es jetzt ungefähr 10:30, gegen 10, 10:30 und es ist einfach nur extrem schön. Man kann im T-Shirt draußen rumlaufen, die Sonne scheint, Vögel zwitschern, es ist genial. Wenn ich sage wir, meine ich wirklich wir, denn dieses Mal ist meine Freundin wieder dabei. Wir haben heute auch einiges vor. Wir machen nicht nur einen typischen Gym-Vlog, sondern wir nehmen euch heute einfach mal richtig mit in unseren Tag. Wir wollen heute nämlich auf dem Tempelhofer Feld grillen gehen, noch mit einem Freund zusammen. Und ich habe gestern erfahren, dass man wohl angeblich auch auf das Flughafengebäude vom Tempelhofer Feld raufgehen kann. Irgendwie kostet das 6 Euro pro Person und das wollen wir heute auch machen. Kleine Unterbrechung, wir mussten gerade extrem zum Bus nochmal sprinten, denn eigentlich ist er schon losgefahren, aber der ehrenhafte Busfahrer hat uns trotzdem nochmal reingelassen, hat an der Ampel nochmal angehalten, Tür aufgemacht, darum haben wir den Bus geschafft. Ich hau mir jetzt erstmal Frühstück rein, richtig lecker Skier mit ein bisschen Milch und noch Whey, damit wir schön viele Proteine für den Tag haben. Und dann sehen wir uns gleich im Gym wieder. Training heute wird einfach ein kleines Armtraining werden. Wir werden 2 Bizeps und 2 Trizepsübungen machen. Danach machen wir noch ein bisschen Bauch. Machen wir jetzt einfach schnell durch. Ich werde nicht viel dazu sagen. Ich habe meine alte Cam wieder mit. Damit werde ich heute einfach wieder ein kleines Gym-Edit machen. Ich habe gemerkt, die Audioqualität ist halt wirklich nicht so die geilste. Vor allem, wenn man sie so ganz nah hält, geht's noch. Aber wenn man dann irgendwie die Kamera auf dem Stativ ein bisschen weiter weg hingestellt hat, war eine Katastrophe. Darum werde ich das so nicht machen, aber da ich die Optik von der Cam halt doch ziemlich doll mochte, werde ich mit ihr dann höchstwahrscheinlich einfach so Gym-Edits jetzt in nächster Zeit ein paar Mal öfter machen. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Idee findet. Ey, ich habe noch nie so einen Durstlöscher getrunken. Die sind halt auch, keine Ahnung, dachte ich immer viel zu klein, aber ein halber Liter geht eigentlich. Aber jetzt sehe ich gerade, die haben hier einfach einen Liter. Wie geil ist das denn, Mann, hä? Eine Müllermilch, möchtest du auch eine? Wir haben uns jetzt hier 2 Fertiggrills für nachher geholt. Eigentlich könnte es auch sein, dass einer reicht, aber wir nehmen jetzt einfach 2 mit, weil falls es nicht reicht, wäre doof. Und wenn es reicht, dann haben wir einfach einen fürs nächste Mal. Und warum ist das gut? Essen holen wir nachher gemeinsam. Denn ein Kumpel von mir kommt noch mit, der gute Nico. Den hat man vielleicht im Hintergrund schon mal in einem Video gesehen, aber so sonst noch nicht. Und dann holen wir einfach alles zusammen, das, was wir grillen wollen. Und dann gehen wir zum Feld. So, Tag 2 von den Sachen, die wir heute machen wollen. Wir wollen jetzt auf das Dach beim Flughafen vom Tempelhofer Feld. Und wir wissen noch nicht so ganz, wie wir jetzt da drüben raufkommen. Da hinten gehen aber ganz schön viele Leute an so einem Häuschen vorbei, wo Leute mit Warnweste vorstehen. Also kann es sein, dass wir da einfach bezahlen und dann raufkommen, was auf jeden Fall ziemlich cool wäre. Da oben wollen wir jetzt rauf, irgendwie. Es scheint auf jeden Fall so, als ob wir hier bei der alten Feuerwehr wären. Hier steht Fire Protection und da hinten steht dann auch nochmal richtig Feuerwehr mit Feuerwehrzeichen. Ich dachte eigentlich, dass wir für die 6 Euro jetzt nur auf die Dachterrasse kommen. Aber jetzt sind wir hier einfach in einem Museum. Hier ist einfach noch relativ viel über die Geschichte vom Flughafen gezeigt. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Jetzt mal ganz im Ernst, das ist einfach eins der fancyesten Treppenhäuser, die ich je gesehen habe. So mit den Lichtern hier, richtig cool. Aber ich glaube, jetzt sind wir schon da. Hier geht es noch ein paar Treppen hoch. Und dann sind wir schon auf dem Dach. Wir haben das hier erreicht. Guck mal, der Junge, ne? Der regt sich auf, dass ich Kamera mit habe. Und es war seine Idee, heute zu filmen, weißt du? So, wir haben jetzt bisher hier lecker Kräuterbaguette. Da habe ich natürlich zugedeckt. Richtig nice. Und dann müssen wir auf jeden Fall noch ordentlich einkaufen. Wie viel vernaschst du denn heute? Genug. Genug? Hast du nicht gerade noch gesagt, Diät und so? Das ist ja Hähnchen.
haben jetzt eigentlich überlegt, heute nochmal ein Billard spielen zu gehen, aber da das Wetter so gut ist, fahren wir jetzt nochmal woanders hin, und zwar zum Treptower Park, und Nico holt uns auch schon ab. Guten Tag, Herr Urs. Salam alaikum. Wir müssen Berlin gerichtet sein. Das machen Sie sehr gut, das Autofahren, muss ich mal sagen. Da war eine Maus auf der Straße. Ja. Zwei. Zwei, okay. Was halten wir vom Treptower Park bisher? Viele Crackies. Ich hoffe auf ein Eis. Nico, was halten wir vom Treptower Park bisher? Treptower Park, bitte. Und bisher haben wir noch nicht viel gesehen. Ja, also bisher weiß nicht, was ich von dem Park denken soll. Ich war hier schon mal. Und der Abend war auf jeden Fall interessant. Es war so, dass mir gesagt wurde vom Kumpel, dass wir auf den Wave gehen, auf dem Tempelhofer Feld. Da war dann aber nichts. Dann sind wir hierher in angeblich einen ganz tollen Club. Ich glaube Else oder so. Und da lief dann nicht mal Musik. Und dann sind wir im Park gegangen. Event GmbH Else, haben wir jetzt herausgefunden. Ja, da lief keine Musik, war auf jeden Fall komisch. Und dann sind wir im Park gegangen, wo dann irgendwie ein bisschen Musik lief, aber irgendwie war der Abend nicht so. Und jetzt haben wir gesagt, geben wir dem Park hier nochmal eine Chance. Und es ist auf jeden Fall sehr voll. Also hier sind auf jeden Fall mehrere Leute. Hier sind mehrere Leute. No shit, Sherlock. Hier existieren Menschen. Ich werde hier einfach nur gemobbt. Ich werde hier einfach nur gemobbt. Wisst ihr was, ihr beiden? Na? Heiß wieder nach Hause. Ihr könnt euch ja hier einen schönen Tag machen. Ich will ein Eis. Schönen Heimweg. Der gute Nico, aka Urs, wie ich ihn immer nenne. Und meine Freundin Nora, die verbünden sich einfach schon wieder gegen mich. Es ist immer das Gleiche. Ja, wir sind jetzt einmal so ein ganzes Stück durch den Park gegangen, aber irgendwie wirklich viel ist hier nichts. Aber Nico meinte, dass er richtig Lust auf eine gewisse Insel hat. Das war die Insel der Jugend. Zeig da. Zeig die Insel. Erzähl uns mal was über die Insel. Nee, Mann. Werdet ihr nicht alle sehen. Nico ist anscheinend nicht so der größte Fan von der Insel, aber ich habe gesagt, wir gucken uns die jetzt an. Und da ist die Insel. Wir müssen jetzt einfach über die Brücke rüber. Und dann sind wir auch schon da. Wir sind über die Brücke rüber und hier ist einfach ein Calisthenics-Park. Die anderen beiden sind irgendwie nicht so motiviert. Aber eigentlich, da muss man mal wenigstens ein paar Klimmzüge machen. Ich komme hier unten an. Na gut, da vorne ist der Park und wirklich mehr ist hier auf der Insel aber nicht. Da vorne ist, glaube ich, noch irgendwie ein Federballfeld, oder das haben sich die Leute einfach mitgenommen. Aber ansonsten ist es ganz cool hier, dass die Leute einfach so am Wasser chillen können. Gibt einen so ein bisschen Heimat-Vibes. Auch wenn hier kein Sand ist und kein Meer. Aber wenigstens Wasser. Noch keine Möwen. So still, weißt du? Das stimmt. Ja, wir wollten uns jetzt zum Abschluss des Tages eigentlich hier noch das Sowjetdenkmal angucken. Aber es sieht ein bisschen zu aus, denn davor ist ein fetter Zaun und der Zaun hat ein Tor und dieses Tor ist zu. Also scheint es so, als ob wir da heute nicht reinkommen. Da ist der Zaun und da ist das Tor. Es ist zu, aber im Denkmal selber sind Leute drin. Und das heißt für mich, dass es irgendeinen Eingang geben wird und den werden wir jetzt suchen.